Das Rätsel um D.B. Cooper. Am 24. November 1971 kauft ein Mann ein Flugticket, aber niemand ahnt, dass dies der Beginn eines der größten Rätsel in der Kriminalgeschichte der USA sein wird. Wie schafft es ein Mann, eine Boeing zu entführen und dann unerkannt davon zu kommen? Doch vor allem, wer ist D.B. Cooper, der das FBI zum Narren hält und der es geschafft hat, den einzigen ungelösten Fall einer Flugzeugentführung in den USA ganz alleine durchzuführen? Einen Tag vor Thanksgiving betritt der Mann den Portland International Airport in Oregon. Er trägt einen Regenmantel, einen dunklen Anzug mit weißem Hemd, eine schmale Krawatte, einen Krawattennadel aus Perlmutt, schwarze Slipper und hat eine Aktentasche und eine Papiertüte bei sich. Er ist Mitte 40, schlank, um die 1,80 groß und er hat braune Augen. Er geht zum Schalter der Northwest Orient Airlines und kauft für $18,25 ein Ticket für den Flug 305 nach Seattle. Dem Mitarbeiter am Schalter sagt er, dass er Dan Cooper heißt. Das ist ein Pseudonym und nicht sein echter Name, wie das FBI später feststellen wird. Und als sie später einen D.B. Cooper befragen, der nichts mit dem Vorfall zu tun hat, wird durch ein Missverständnis in der Presse dieser Name als Pseudonym des Flugzeugentführers abgedruckt. Und bis heute sind die Initialen D.B. fest mit diesem Fall verknüpft, obwohl sich der Entführer selbst nie so nannte. Und deshalb spreche ich hier auch weiter von D.B. Cooper, einfach weil man den Fall unter diesem Namen so kennt. Die Flugdauer zwischen Portland und Seattle beträgt lediglich 30 Minuten, also diese Strecke hätte man auch mit dem Auto zurücklegen können, aber in der Blütezeit der Passagierflüge in den 1970er Jahren war Fliegen günstig und einfach und Security-Checks oder andere andersweitige Sicherheitsvorkehrungen gab es damals noch nicht. Man muss nicht mal seinen Ausweis vorlegen, wenn man ein Ticket kauft. Und D.B. Cooper hat den Platz 18D in einer der letzten Reihen der Boeing 727, die pünktlich um 15 Uhr abhebt. An diesem Tag begleitet die Stewardess Florence Schaffner den Flug. Sie war mal Schönheitskönigin und es ist gewohnt, dass die Passagiere ihr Avancen machen, weshalb sie den Zettel, den ihr der Mann vom Platz 18D zusteckt, ungelesen in ihre Tasche verschwinden lässt. Doch D.B. Cooper raunt ihr zu, Zitat, »Miss, Sie sollten lieber einen Blick auf den Zettel werfen, ich habe eine Bombe.« Auf dem Zettel, den der Mann ihr zugesteckt hat, steht mit Filzstift fein säuberlich geschrieben, Zitat, »Ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche, falls nötig, werde ich von ihr Gebrauch machen. Ich möchte, dass Sie sich neben mich setzen.« Sie verlangt dann von Cooper, dass sie die Bombe sehen kann. Und er öffnet kurz seine Tasche, sodass sie einen Blick auf die roten Zylinder erhaschen kann, die wie Dynamit aussehen und mit Kupferdrähten und mit einer Batterie verbunden sind. Und Schaffner soll einen Zettel und einen Stift nehmen und dann diktiert er ihr seine Forderung. 200.000 US-Dollar, was heute ungefähr 1,2 Millionen Dollar entsprechen würden, und 4 Fallschirme, 2 normale und 2 Reservefallschirme. In Seattle soll außerdem ein Kerosinwagen bereitstehen, um das Flugzeug für den Weiterflug zu betanken. Florence Schaffner soll daraufhin zum Cockpit gehen und dem Piloten die Forderung weitergeben. Und William Scott ist bei diesem Flug der Pilot der Boeing. Er gibt Schaffner dann die Anweisung, zurück zu Cooper zu gehen und sich neben ihn zu setzen. Und als sie zurückkommt, hat D.B. Cooper eine dunkle Sonnenbrille auf. Scott kontaktiert daraufhin die Flugsicherung des Flughafens in Seattle, welche dann auch die Polizei verständigt. Der Präsident der Northwest Orient Airlines erklärt sich sofort auch bereit, das geforderte Lösegeld zu zahlen. Und den 36 anderen Passagieren in der Boeing sagt Pilot Scott, dass sich die Landung in Seattle wegen technischer Komplikationen verzögert. Während das Flugzeug von 2 Stunden über dem Flughafen von Seattle-Tacoma kreist, wird unten die Lösegeldübergabe vorbereitet. Sie organisieren die 200.000 US-Dollar, die Fallschirme und die Einsatzkräfte des FBIs positionieren sich am Flughafen. Florence Schaffner, die während des Flugs neben D.B. Cooper sitzt, sagt aus, dass er auf sie höflich, redegewandt und nicht gestresst gewirkt habe. Er soll zu ihr gesagt haben, Zitat, »Ich habe keinen Hass auf Ihre Fluggesellschaft. Ich habe generell einen Hass.«
Er bestellt dann nochmal einen Bourbon und besteht bei der Bezahlung darauf, dass Schaffner das Wechselgeld behält. Er scheint sich außerdem in der Gegend von Seattle auszukennen. Er erkennt von oben Tacoma und erwähnt gegenüber der Stewardess eine Air Force Base, die sich nur 20 Minuten vom Flughafen entfernt befindet. Um 17.24 Uhr melden sich dann die Behörden über das Bordtelefon im Flugzeug. Alle Forderungen des Entführers sind erfüllt. Und D.B. Cooper gibt dem Piloten die Anweisung, in einem hell beleuchteten Abschnitt das Flugzeug zu landen, die Lichter im Cockpit auszuschalten, um mögliche Scharfschützen zu verunsichern. Und um 17.45 Uhr landet dann auch die Boeing auf dem Flughafen Seattle-Tacoma. Der Bezirksmanager der Northwest Orient Airlines steht bereits mit den Fallschirmen und dem geforderten Lösegeld in einem Rucksack bereit. Er übergibt dann alles der Stewardess Tina Mucklow, woraufhin D.B. Cooper allen Passagieren und Florian Schaffner erlaubt, das Flugzeug zu verlassen. An Bord sind jetzt nur noch der Pilot Scott, sein Co-Pilot William Ratajak, ein Techniker und die Stewardess Tina Mucklow. Während das Flugzeug dann betankt wird, erklärt Cooper seinen weiteren Plan. Er will nach Mexico City. Auf 10.000 Fuß, also knapp 3.000 Meter Höhe, soll das Flugzeug mit geringerer Geschwindigkeit von 100 Knoten fliegen und das Fahrwerk soll in der Start- und Landeposition verharren. Die Flügelklappen sollen um 15 Grad gesenkt werden und die Kabine drucklos bleiben. Er verlangt dann außerdem, dass die Tür am hinteren Ende der Boeing geöffnet bleibt und die Treppe ausgezogen ist. Unter diesen Bedingungen ist es allerdings nicht möglich, das Flugzeug bis nach Mexico City zu fliegen und D.B. Cooper einigt sich schlussendlich mit der Crew, dass sie in Reno, Nevada einen Zwischenstopp machen. Um 19.40 Uhr des 24. November 1971 hebt dann das Flugzeug mit D.B. Cooper und der vierköpfigen Besatzung erneut ab. Und gleichzeitig steigen auch zwei Kampfjets von der Air Force Basis in den Himmel, welche die Boeing verfolgen. Und nach dem Start fordert Cooper die Stewardess Tina Mucklow auf, ins Cockpit zum Piloten, Co-Piloten und dem Techniker zu gehen. Er will allein im Passagierraum sein und lediglich über das Interphone mit der Stewardess kommunizieren. Und als Mucklow ins Cockpit geht, sieht sie, dass sich Cooper etwas um die Taille bindet. Um 20 Uhr blinkt dann im Cockpit eine Warnlampe, dass die Treppe ausgefahren wurde. Um 20.30 Uhr gibt der Pilot über Funk der Leitstelle durch, dass die Luftdruckschwankung in der Passagierkabine gegeben habe. Und der Co-Pilot ruft über das Interphone nach hinten in den Passagierraum, aber er bekommt keine Antwort mehr. Um 22.15 Uhr landet das Flugzeug in Reno. Die Crew schaut vorsichtig in das Passagierabteil, aber es ist leer und die Treppe ist immer noch ausgefahren. Das FBI umstellt und stürmt dann auch sofort das Flugzeug. Vielleicht hat sich D.B. Cooper ja irgendwo an Bord versteckt, aber sie finden nichts. Cooper hat das Unfassbare gewagt. Er ist wirklich aus der fliegenden Boeing gesprungen. Die Beamten finden an Bord zwei der vier verlangten Fallschirme. Einen ließ er ganz, den anderen zerschnitt er, um sich höchstwahrscheinlich mit den Schnüren das Geld um den Körper zu binden. Die anderen beiden Fallschirme musste er sich angezogen haben, den Hauptschirm auf den Rücken und den Ersatzschirm um den Bauch. Dann öffnete er die hintere Tür der Boeing, von der es 3000 Kilometer in die Tiefe geht. Dann zog er das Unglaubliche durch. Bei minus 6 Grad und 300 Stundenkilometer Fluggeschwindigkeit springt er in seinem Anzug und den Slippers aus dem Flugzeug. Das FBI kann insgesamt 66 Fingerabdrücke im Flugzeug sicherstellen, die keiner Person zugeordnet werden können. Und außerdem finden sie die Krawatte mit der Anstecknadel aus Permut, die eindeutig D.B. Cooper zugeordnet werden kann, und 8 Zigarettenstummel, die der Entführer geraucht hat. Die FBI-Ermittler befragen sofort alle Zeugen, die Passagiere, die mit Cooper im Flugzeug waren, die Crew und das Bodenpersonal, bei dem der Unbekannte sein Ticket kaufte. Und besonders die Aussagen von Florence Schaffner und Tina Mucklow sind für die Ermittler von hoher Priorität, denn sie hatten am meisten Kontakt mit dem Erpresser und können sehr detaillierte und übereinstimmende Beschreibungen des Mannes geben. Mit dieser präzisen Täterbeschreibung der beiden Frauen kann das FBI sofort landesweit die Phantombilder von D.B. Cooper veröffentlichen. Es scheint fast so,
Als würde es dann noch schnell einen Durchbruch in dem Fall geben. Ein Mann aus Portland gerät als erstes in den Fokus der Ermittlungen. Sein Name ist D.B. Cooper. Aber schnell finden auch die Ermittler heraus, dass der Flugzeugentführer nicht seinen echten Namen für die Tat nutzte und der besagte D.B. Cooper nicht der Mann ist, nach dem sie suchen. Währenddessen berechnete dann auch das FBI und das Militär, wo Cooper möglicherweise gelandet sein könnte. Aber die genaue Berechnung offenbart sich als schwieriger als gedacht. Nur kleinste Abweichungen bei der Fluggeschwindigkeit oder der Höhe haben gravierende Abweichungen auf das Zielgebiet. Sie wissen außerdem nicht, wie lange sich D.B. Cooper im freien Fall befand und wann er den Fallschirm öffnete. Und ja, auch das beeinflusst das Gebiet, in dem der Unbekannte runtergekommen sein könnte. Wenn er den Sprung überhaupt überlebt hat, denn auch das weiß das FBI nicht. Den Kampfjets ist nichts aufgefallen. Sie haben das Flugzeug zwar außer Sichtweite verfolgt, aber auch sie mussten an der Absprungstelle von D.B. Cooper vorbeigeflogen sein. Doch auf dem Radar hatten sie keinen geöffneten Fallschirm gesehen. Alles, womit sie arbeiten können, ist die Zeit der Druckschwankung. Um 20.13 Uhr meldete das Signal den abfallenden Luftdruck. Und die Experten gehen deshalb davon aus, dass das auch die Zeit war, zu der D.B. Cooper absprang. Die Druckschwankungen in der Kabine könnten sich damit erklären, dass die Treppe ausgefahren war und nach dem Absprung wieder hochschnellte. Anhand dieser Informationen errechneten die Ermittler ein mögliches Landegebiet auf 240 Quadratkilometer aus und das ist im Süden des Bundesstaates Washington, kurz vor Portland. Doch in diesem Gebiet gibt es dichte Wälder, den Lake Mervyn und den Lewis River, was die Suche für die 1000 Einsatzkräfte deutlich erschwert. Die erste Suchaktion beschränkt sich rund um das Gebiet um den Lewis River. Das FBI und die örtliche Polizei durchkämmen zu Fuß mit Flugzeugen und Booten das Gebiet. Aber sie finden weder einen Fallschirm, noch das Geld, noch einen möglichen Landepunkt. Das FBI versucht auch anhand der wenigen Informationen, die sie über den Mann haben, herauszubekommen, wer er ist. Die Krawatte, die im Passagierraum gefunden wurde, ist von einer günstigen Marke und auch die Zigaretten von ihm sind billig. Und D.B. Cooper bzw. der Mann, der sich hinter dem Pseudonym verbirgt, hat also kein hohes Einkommen. Er kennt sich allerdings sehr gut mit Flugzeugen aus, nutzt Fachjargon und wusste genau, von welcher Höhe er abspringen kann ohne Sauerstoff. Cooper wusste auch, wie die Treppe der Boeing auszufahren ist und dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diese zu nutzen. Deshalb vermuten die Ermittler zunächst, dass D.B. Cooper ein Flugzeugingenieur ist. Boeing hatte schließlich erst einige Angestellte entlassen. Was war das vielleicht auch dann der Hass, den Cooper gegenüber der Stewardess erwähnte? Doch er hat nicht nur Wissen über Flugzeuge, er muss sich auch mit Fallschirmspringen auskennen und erfahren in diesem Gebiet sein. Ein Ingenieur würde sich vermutlich nicht trauen, aus einer fliegenden Boeing zu springen. Ist der Mann also vielleicht ein Ex-Soldat oder ein Fallschirmjäger, möglicherweise sogar ein ehemaliger CIA-Mitarbeiter? Schließlich nutzt die CIA genau dieses Flugzeugmodell für verdeckte Ermittlungen während des Vietnamkriegs. Die Ermittler befragen entlassene Boeing-Mitarbeiter, Ex-Soldaten, Fallschirmspringer und CIA-Mitarbeiter, aber alles ohne Erfolg. Aber je länger sich die Experten mit ihrem Fall beschäftigen, desto mehr keimt in ihnen der Verdacht auf, dass D.B. Cooper doch kein ausgebildeter Fallschirmspringer sein könnte, sondern lediglich schlichtweg lebensmüde war. Einer der FBI Special Agents sagte dazu im Jahr 2007, wir dachten ursprünglich, dass Cooper ein erfahrener Springer gewesen sei, vielleicht sogar ein Fallschirmjäger. Nach einigen Jahren kamen wir zu dem Schluss, dass das einfach nicht stimmte. Kein erfahrener Fallschirmspringer würde bei pechschwarzer Nacht im Regen, mit Gegenwind um 320 Stundenkilometer, bekleidet mit einem Trenchcoat und Straßenschuhen mit dem Fallschirm über unbekanntem Gebiet abspringen. Es ist einfach zu riskant. Er hat auch übersehen, dass sein Reservefallschirm nur für Trainingszwecke gedacht und zugenäht war. Ein Umstand, der einem erfahrenen Fallschirmspringer nicht entgangen wäre.
Immer wieder kommt dann auch die Theorie auf, dass das Pseudonym Dan Cooper möglicherweise etwas über die Herkunft des Unbekannten verrät. Schließlich gibt es seit 1954 eine belgische Comicfigur namens Dan Cooper und der Militärpilot ist und in den Comics kommen auch Fallschirmspringer vor. Vielleicht ist ja der Flugzeugentführer Fan dieses Comics und hat sich deshalb diesen Namen ausgewählt? Das würde allerdings dann auch bedeuten, dass D.B. Cooper möglicherweise franco-kanadischer Herkunft ist, da es die Comics in den 1970er Jahren nicht in Englisch, sondern nur in Französisch gab. Währenddessen gehen immer wieder die Phantomzeichnungen ein, aber ja, auch die bringen ja keinen Durchbruch. Obwohl das Medieninteresse riesig ist, scheint niemand den Mann von den Phantombildern zu kennen. Doch selbst wenn jemand einen Verdacht geschöpft hätte, hätten sie es dann bei der Polizei gemeldet. Die Öffentlichkeit nimmt D.B. Cooper regelrecht als sympathisch wahr. Sie sind eher fasziniert davon, wie der Erpresser entkommen konnte, anstatt ihn als Verbrecher anzusehen. Anfang des Jahres 1972, knapp 2 Monate nach D.B. Coopers Coup, wird nochmals eine groß angelegte Suche des FBIs eingeleitet. Und der vorherige Schneefall hat ihnen die Suche nach dem Flugzeugentführer erschwert und nun sollen nochmals Soldaten, Polizisten und Freiwillige das Gebiet absuchen. Es kommt sogar ein U-Boot zum Einsatz, das den 60 Meter tiefen Lake Mervyn absucht. Und 2 Leichen werden in diesem Gebiet gefunden, aber die eine war eine junge Frau, die andere ein vermisst gemeldeter Jäger. Es gibt keine vermissten Fälle, die auf D.B. Cooper passen könnten. Ist er also vielleicht gar nicht abgetaucht, sondern lebt sein Leben ganz normal weiter? Sämtliche Hinweise und Befragungen führen ins Nichts und das FBI gerät immer mehr in Verzweiflung, wer der Mann sein kann, der sie zum Narren hält. Könnte es vielleicht sein, dass sich die Experten bei der Berechnung von D.B. Coopers Landezone vertan haben? In den folgenden Jahren gibt es dann auch immer wieder Zweifel an der Theorie, wo der Erpresser aus dem Flugzeug gesprungen sein könnte. Möglicherweise verlief die Route, die der Pilot William Scott flog, weiter östlich. Und auch bei der Berechnung der Windrichtung kann es zu Fehlern gekommen sein. Und diese Theorie legt nahe, dass D.B. Cooper weiter südöstlich gelandet sein müsste in der Nähe des Washougal Rivers. Da diese mögliche Variante in den Jahren immer wieder aufkommt und in der Presse aufgenommen wird, organisieren sich dann auch private Suchtrupps, die dieses Gebiet absuchen, aber auch dort finden sie nichts zum Verbleib von Cooper. Ende 1971 verteilt das FBI die Seriennummern des Lösegelds, welches D.B. Cooper dann übergeben wurde. Banken, Casinos und Wettbüros bekommen diese Nummern. Da dort ja die Möglichkeit am höchsten ist, dass hohe Geldsummen den Besitzer wechseln. Aber erneut gibt es keinen Durchbruch im rätselhaften Fall. Deshalb entschließen sich die Ermittler im Frühjahr 1972, die Seriennummern für alle zu veröffentlichen. Und außerdem lobt die Northwest Orient Airlines eine Belohnung von 15% des Lösegelds aus für diejenigen, die ihnen die Geldscheine bringen. Aber bis auf Trittbrettfahrer, die Scheine fälschen und sich als Entführer ausgeben, kann niemand den Ermittlern in den 1970er Jahren die echten Scheine des Lösegelds bringen. Aber es gibt nicht nur Trittbrettfahrer, die sich als D.B. Cooper ausgeben. Ein halbes Jahr nach der Erpressung von Cooper wiederholt sich eine Flugzeugentführung mit erschreckender Ähnlichkeit zu seinem Fall. Es ist der 7. April 1972, kurz nach Ostern, wieder Ferienzeit und ein Mann in einer roten Sportjacke betritt den Flughafen von Denver. Er kauft unter dem Namen James Johnson ein One-Way-Ticket nach Los Angeles. Er sitzt in der letzten Reihe der Boeing 727 auf dem United Airlines Flug 855, als eine Stewardess an seinen Platz kommt. Er zeigt ihr erst eine Bombe, dann seine Pistole und überreicht ihr einen Zettel, auf dem zu lesen ist, Zitat, »Wir haben eine Granate. Der Stift ist gezogen. Wir haben Pistolen. Sie sind geladen. Wir haben C4-Plastiksprengstoff.« Er teilt ihr seine Forderung mit, 500.000 US-Dollar und 4 Fallschirme sollen ihm am Zwischenstopp in San Francisco übergeben werden. Alles läuft wie gefordert. Nach der Geldübergabe dürfen die Passagiere gehen und nur der Pilot und ein Teil der Crew sollen weiter an Bord bleiben, als das Flugzeug wieder abhebt.
Die Crew soll ins Cockpit gehen, während der Erpresser allein im Passagierraum ist und nur über das Interphone mit ihnen kommuniziert. Und er gibt dem Piloten Kommandos, auf welcher Höhe und mit welcher Geschwindigkeit er fliegen soll. Dann lässt er die Treppe der Boeing gegen 23 Uhr herunter und springt aus dem Flugzeug. Die Polizei und das FBI suchen nach dem Mann, der laut der Beschreibung der Zeugen Debbie Cooper sehr verdächtig ähnlich sieht. Er soll dichtes dunkles Haar gehabt haben, doch das war höchstwahrscheinlich nur ein Toupet. Außerdem hat er einen Schnauzer, doch im Gesicht soll er Debbie Cooper ähnlich gesehen haben. Außerdem war er, genauso wie Cooper, höflich und kennt sich mit Flugzeugen und mit Fachbegriffen dazu aus. Nur wenige Dinge unterscheiden sich von der vorherigen Flugzeugentführung. James Johnson hatte einen Helm und einen Sprunganzug mit an Bord genommen. Und außerdem verlangte er das Geld in 100-Dollar-Scheinen. Das ist ein Fehler, den Cooper zuvor gemacht hat, denn er gab keine Stückelung des Geldes vor, weshalb ihm das FBI 10.020-Dollar-Scheine gab, mit denen er dann aus dem Flugzeug springen musste. Ist dieser James Johnson, also D.B. Cooper, der aus seinen vorherigen Fehlern gelernt hatte? Wieder beginnt für das FBI die Jagd nach einem Phantom. Sie nehmen Fingerabdrücke am Flugzeug und suchen die Gegend ab, in der James Johnson höchstwahrscheinlich gelandet sein musste. Aber ja, lange müssen sie nicht suchen. Nur 2 Tage später wird der Mann, der sich als James Johnson ausgab und ein Flugzeug entführte, geschnappt. Es ist der 29-jährige Richard McCoy Jr. McCoy war zuerst Helikopterpilot in Vietnam, dann Fallschirmspringer. 1972 arbeitet er bei der Utah Air National Guard und studiert nebenbei Kriminalistik. Und dass das FBI ihn so schnell fassen konnte, liegt lediglich daran, dass Richard McCoy einen großen Fehler machte. Denn er prahlte vor seinen Freunden, dass er so eine Flugzeugentführung wie D.B. Cooper locker durchziehen könnte. Und dieser Freund hat ihn dann bei der Polizei gemeldet, als die Schlagzeilen über James Johnson in der Presse zu lesen waren. McCoys Fingerabdrücke sind identisch zu denen im Flugzeug und in seiner Wohnung finden die Ermittler 499.970 Dollar. Sie haben James Johnson. Aber hat das FBI auch D.B. Cooper? Die Fingerabdrücke von McCoy stimmen nicht mit denen von D.B. Cooper überein und außerdem ist Richard McCoy kleiner als Cooper und deutlich jünger. McCoy ist 29, als die Polizei ihn verhaftet, D.B. Cooper wurde auf ungefähr 40 geschätzt. Richard McCoy machte bei seinem Sprung außerdem einen Fehler, den D.B. Cooper schon gemacht hat. Doch am entscheidendsten ist, dass Richard McCoy ein wasserdichtes Alibi hat. Er war am 24. November 1971 zu Hause in Provo City, was fast 1000 Kilometer von Oregon entfernt liegt. McCoy kann somit nicht D.B. Cooper sein. Am 10. Juli 1972 wird er wegen Flugzeugentführung zu 45 Jahren verurteilt. 2 Jahre später gelingt ihm dann die Flucht aus dem Gefängnis, während der er schließlich dann auch erschossen wird. Es vergehen Jahre, in denen nichts im Fall D.B. Cooper passiert. Immer wieder suchen die Ermittler und private Suchtrupps nach einem Lebenszeichen von Cooper, aber sie finden nichts. Keine Leiche, kein Fallschirm, kein Geld und vor allem keinen lebenden D.B. Cooper. Aber das ändert sich im Jahr 1980. Denn der 8-jährige Brian Ingram verbringt mit seiner Familie den Winterurlaub am Columbia River. Und er buddelt am Ufer des Flusses, als er plötzlich einen verwitterten Geldstapel in der Hand hat. Sein Vater kontaktiert daraufhin sofort das FBI Seattle und gibt die Seriennummern der Scheine durch. Und das sind D.B. Coopers Scheine. Also es sind insgesamt 5.800 Dollar, die der Junge gefunden hat. Und das FBI bestätigt die Echtheit der Scheine und gibt bekannt, dass diese noch genauso abgepackt sind wie bei der Lösegeldübergabe. Aber wie kam das Geld dorthin? Viel weiter südlich war das als das eigentlich berechnete Gebiet, in dem Cooper landen sollte.
Das FBI lässt deshalb ein hydrologisches Gutachten der Scheine anfertigen. Es kommt dann auch heraus, dass die Scheine längere Zeit im Wasser getrieben haben mussten. Und während die Scheine direkt dort am Ufer, wären sie dort direkt am Ufer gelandet, wären sie anders verrottet. Also, wenn das stimmt, kam DB Cooper nicht am ursprünglichen Suchgebiet runter, denn der Lewis River mündet erst weiter stromabwärts im Columbia River. Lange konnten die Scheine allerdings nicht im Wasser gewesen sein, denn das Gummi der Bündel war dafür zu wenig beschädigt. Aber es gibt auch Zweifel an der Theorie, dass das Geld im Wasser schwamm, denn wie sollten die Scheine dann noch perfekt geordnet zusammenbleiben? Ein Jahr später finden Ausgrabungen an diesem Strand statt und man findet einen menschlichen Schädel, aber der gehört zu einem weiblichen Körper und von DB Cooper fehlt weiterhin jede Spur. Das FBI geht mittlerweile davon aus, dass er längst tot ist und bei seinem Fallschirmsprung ums Leben kam. Es war nachts, das Wetter war schlecht, wie sollte Cooper diesen Sprung im Anzug und mit Slippers überleben? Hunderte Verdächtige werden befragt und in den Jahren wird dann auch ein Phantombild von dem gealterten DB Cooper erstellt. Und das FBI ist derweil sich immer sicherer, dass der Flugzeugentführer, der mittlerweile in den Medien regelrecht als Held glorifiziert wird, längst tot ist. Im Juli 2000 veröffentlicht dann auch die Presse eine unglaubliche Geschichte. Joe Weber, eine Witwe aus Florida, behauptet, die Frau von DB Cooper gewesen zu sein. Sein Name ist Duane Weber. Im Jahr 1995, kurz vor seinem Tod am Darmkrebs, soll er ihr auf dem Sterbebett gesagt haben, Zitat, ich bin Dan Cooper. Und mit diesem Namen konnte Joe erstmal nichts anfangen, erst als ihr ein Freund sagte, dass Dan der eigentliche Name des berüchtigten DB Cooper ist, schöpfte seine Witwe Verdacht. Sie begann dann seine Vergangenheit zu durchleuchten und entdeckte, dass ihr Mann ein Doppelleben geführt hat. In seinem Portemonnaie findet sie einen Ausweis und ein Dokument der Navy, beides auf John C. Collins ausgestellt, und sie war jahrelang mit einem Mann verheiratet, der unter einem falschen Namen lebte. Duane bzw. John hatte im Zweiten Weltkrieg in der Navy gedient und danach in einem Gefängnis in der Nähe des Flughafens von Portland gearbeitet, aber sie findet dann auch heraus, dass er selbst sogar eine Haftstrafe wegen schweren Diebstahls absitzen musste. In einer örtlichen Bücherei findet sie ein Buch über DB Cooper und darin sind Notizen, die ihr Mann Jahre zuvor ins Buch geschrieben hat. Außerdem findet sie ein Flugticket von Seattle-Tacoma Airport und erinnert sich daran, dass Duane ihr vor seinem Tod sagte, dass seine alte Knieverletzung von einem Sprung aus einem Flugzeug stammen sollte. Er hatte auch oft Albträume, er schreckte nachts auf und redete von einer Treppe und von Fingerabdrücken, die er darauf hinterlassen hätte. Und sie erinnerte sich ja auch an zwei Ausflüge, die sie mit ihrem Mann gemacht hat. Einmal fuhren sie nach Seattle, Duane nannte es eine, Zitat, sentimentale Reise. Und sie waren auch am Columbia River. Merkwürdigerweise ging ihr Mann alleine runter zum Ufer und schmiss etwas weg, was wie eine Tasche aussah, die sie für Müll hielt. Und nur 4 Monate später fand der 8-Jährige in der Gegend das Geld. Bei einem Spaziergang durch einen Wald in Washington sagte Duane außerdem zu ihr, hier kam DB Cooper raus. Und auf die Frage, woher er das wisse, sagte er, vielleicht war ich dort. Mit ihren Verdachtsmomenten gegen ihren verstorbenen Ehemann wendete sich Joe Weber dann an das FBI und sie stufen ihn als Hauptverdächtigen ein. Eine Gesichtserkennungssoftware stellt fest, dass es mit den Bildern von Duane Weber bzw. John C. Collins die beste Übereinstimmung bisher gab. Mittlerweile haben die Ermittler 900 Verdächtige befragt. Konnte es also nun einen Durchbruch geben? Die Fingerabdrücke von Joe Webers Mann stimmen nicht mit denen aus dem Flugzeug überein. Aber vielleicht wurden diese auch beschädigt. Im Jahr 2007 wird an der Krawatte von DB Coopers DNA sichergestellt und auch diese stimmt nicht mit der von Duane Weber überein. Aber ja, nun kommen auch wieder Zweifel auf. Was, wenn im Jahr 1971 die Ermittler die DNA an der Krawatte beschädigt hatten? Schließlich wussten sie damals noch nicht, welche Technik es in Zukunft gibt und worauf sie achten müssen. Doch diese Zweifel bringen eine alte Theorie auf. Was, wenn doch Richard McCoy DB Cooper war?
Dass er nach seiner Verhaftung als D.B. Cooper ausgeschlossen wurde, war damals bereits im FBI umstritten. Schon 1972 hatten sie in den Kontobewegungen festgestellt, dass das Alibi, welches ihm seine Frau gab, nicht passen konnte. Wenn nun sowohl die Fingerabdrücke als auch die DNA beschädigt sein könnte, welche Mittel hatte das FBI nun, D.B. Cooper zu überführen? Neben McCoy und Weber gibt es allerdings noch zahlreiche weitere Verdächtige. Eindeutig nachweisen kann man die Flugzeugentführung keinen von ihnen. 2003 sieht Lil Chris Jensen eine Doku über D.B. Cooper und ihm kommt der Gedanke, dass sein verstorbener Bruder Kenneth Chris Jensen der Flugzeugentführer sein könnte. Und auch wenn seine Theorie das FBI nicht überzeugt, macht seine Theorie in der Presse die Runde und im Jahr 2010 wird sogar ein Buch veröffentlicht, was angeblich beweisen soll, dass er D.B. Cooper ist. Kenneth Christensen wurde beim Militär als Fallschirmjäger ausgebildet, danach arbeitete er als Techniker bei der Northwest Orient Airlines und später als Flugbegleiter und aufgrund der schlechten Bezahlung hat er Aggressionsgefühle gegen seine Arbeitgeber entwickelt. Kenneth war Bourbon-Trinker und Raucher und die Stewardess Florence Schaffner bestätigte, dass er D.B. Cooper am ähnlichsten sah. Kurz nach der Entführung kaufte Kenneth eine teure Briefmarkensammlung und ein Haus. Nach seinem Tod fanden seine Verwandten $200.000 auf verschiedenen Konten. Es gibt allerdings auch Details, die nicht zu D.B. Cooper passen. Seine Augenfarbe, Größe, Gewicht und die Haare. Direkt nach der Flugzeugentführung gerät für das FBI auch der Mörder John List in den Mittelpunkt der Verdächtigen. Er hatte 15 Tage vor der Entführung seine Familie getötet und tauchte dann unter und er war Kriegsveteran. Außerdem stimmte sein Aussehen mit D.B. Cooper überein. Erst 1989 konnte er gefasst werden, er gestand die Morde an seiner Familie, aber die Flugzeugentführung stritt er vehement ab. Ein weiterer Verdächtiger war William Gossett. Er diente in der Luftwaffe und wurde im Sprung- und Überlebenstraining ausgebildet. Und er soll nach dem Fall eine große Menge Bargeld gehabt haben und sei regelrecht von D.B. Cooper besessen gewesen. Kurz vor seinem Tod hätte er seinen Söhnen gestanden, der Flugzeugentführer gewesen zu sein, aber auch diese Indizien genügen dem FBI nicht. 2007 wird der D.B. Cooper-Fall einem neuen Special Agent anvertraut, aber das FBI ist mittlerweile genervt vom unbekannten Flugzeugentführer, der seit mehr als 30 Jahren ihre Kapazitäten strapaziert und immer wieder werden sie daran erinnert, wie ihre Ermittlungsarbeit fehlgeschlagen ist. Es gibt Filme, Bücher und Lieder über D.B. Cooper. Und jedes Jahr treffen sich Fans des Entführers in einer Kneipe nahe seines mutmaßlichen Absprungortes und feiern das Entführungsjubiläum am Cooper Day. Die amerikanische Popkultur ist voll mit Referenzen zu D.B. Cooper und in TV-Serien wie Twin Peaks und Prison Breaks und Charaktere, die an diesen Flugzeugentführer angelehnt sind. Als 1972 Boeing in ihre Flugzeuge einen Mechanismus einbaut, der es verhindert, die Treppe während des Fluges rauszufahren, wird dieser als Cooper Vane bekannt. D.B. Cooper ist längst zur Legende geworden, der durch seine abenteuerliche Flucht zu einer Art Volksheld mutiert ist. Als 2007 nun das FBI den Fall unter dem Codenamen Norjack belebt, hat der zuständige Special Agent allerdings eine Anweisung. Er darf keine weiteren FBI-Kräfte einbinden. Ja, und deshalb entschließt er sich zu einer fürs FBI eher ungewöhnlichen Maßnahme, denn ja, das Internet ist voll von Hobby-Ermittlern, die meinen zu wissen, wer D.B. Cooper sei. Deshalb bittet er nun die Öffentlichkeit um Mithilfe und es werden bislang unbekannte Details veröffentlicht. Vielleicht kann er nun doch einer der Hobbyermittler das Rätsel lösen. Einer von ihnen ist Paläontologe und darf sogar das gefundene Geld untersuchen. Und er stellt fest, dass das Geld erst Jahre später an den Fluss gelegt wurde. Vermutlich war es auch gar nicht angeschwemmt, sondern durch einen Menschen dort abgelegt, was wiederum zur Theorie von Joe Weber passt. Doch einen wirklichen Ermittlungserfolg gibt es in den Jahren nicht. Und auch wenn sich immer wieder Menschen melden, die meinen, mit D.B. Cooper verwandt zu sein, führt das bisher zu keiner Lösung des Falls. Bis 2016,
gibt es immer noch keine heiße Spur oder einen Durchbruch, der endlich die Identität von D.B. Cooper klären könnte. Weshalb das FBI die Ermittlung in der bislang einzigen ungeklärten Flugzeugentführung nun einstellt. In einer Pressemitteilung des FBIs heißt das Zitat: Nach einer der längsten und aufwendigsten Ermittlungen unserer Geschichte hat das FBI am 8. Juli 2016 alle Ressourcen, die sich mit dem Fall D.B. Cooper befasst haben, abgezogen, damit sie sich wichtigeren Ermittlungen widmen können. Aber sollten eines Tages physische Beweise, speziell das restliche Geld oder der Fallschirm, auftauchen, so wird die Ermittlung wieder aufgenommen.